Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Yo, diese Woche gab es bei Amazon ein echt cooles Angebot und zwar 4K-Filme, das war ein Tagesangebot, zum Preis von 14,59 € und darunter fielen auch zwei geile Steelbooks, auf die ich ja schon länger ein Auge geworfen hatte, aber nicht bereit war, den Preis zu zahlen, da die Filme bereits schon im Steelbook bei mir in der Sammlung sind. Aber die zwei Steelbooks haben es mir angetan und da habe ich immer auf einen Preisverfall gewartet und jetzt war es dann soweit und dann habe ich zugeschlagen, mir die beiden Steelbooks bestellt, allerdings getrennt voneinander in einem kleinen Zeitraum. Und es hieß dann, die wurden auch getrennt voneinander weggeschickt. Und ja, Gott sei Dank sind sie jetzt zusammen angekommen und zwar in diesem schönen Karton hier. Und ich war hellauf begeistert, weil auch sonst, wenn ich zwei Steelbooks in einer Bestellung hatte, kamen die immer einzeln in diesen schicken, ihr wisst es, Briefumschlägen ohne irgendeinen großen Schutz. Deswegen habe ich mal aufgemacht und war schon begeistert, als ich gesehen habe, okay, hier ist ein kleiner Schutz mit drin. Außerdem der Karton bietet ja noch ein bisschen Schutz mehr. Dann das erste Steelbook ist jetzt lose drin. Creed 2. Ja, kann ich euch hier mal drunter halten. Wenn ihr wollt, machen wir das Ganze auch auf. Ich hab Bock drauf. Komm, machen wir gleich ein schönes Unboxing noch mit dazu. Wenn es denn mag. So. Okay. Folie weg. Dann legen wir das Ganze mal hier hin wieder und sehen. Okay, das ist mit Popel befestigt. Das ist ein bisschen doof. Hier haben wir die Rückseite. Dann gehen wir ein bisschen höher. So, und dann könnt ihr euch hier die technischen Daten und alles weitere für euch Interessante eventuell durchlesen. So, dann muss ich das jetzt hier vornehmen. Okay, komm. Geht aber rückstandslos. Wow, was ein geiler Druck. Wow, also ich bin jetzt schon begeistert von diesem Steelbook. Richtig geiler, scharfer Druck. Ja, perfekt, Hochglanz. Schade, dass es keine Prägung hat. Hier am Spine ist der Titel leider nicht zentriert drin. Finde ich ein bisschen komisch. Aber was willst du machen? Und dann haben wir hier die Rückseite. Und so einen Metallic-Effekt auf diesen Creed drauf. Finde ich schade, dass hier oben ein bisschen viel Spielraum ist. Aber ansonsten vom Druck her auch hier rattenscharf. Machen wir es mal auf. Weiß ist ja sowieso immer schwierig bei Steelbooks, aber es sieht schon gut aus. Und auch edel. Jo, kann man nicht meckern. Dann kommen hier zum Innendesign. Die Discs sehen halt absolut Bombe aus, ne? Voll geil. So, und dann hier die nächste Disc. Und dann haben wir hier den Innenprint. Und auch der kann sich definitiv sehen lassen. Also ein richtig geiles Steelbook für 14,59 €. Da hat sich das Warten definitiv gelohnt. So, das lege ich jetzt mal hierher. Und dann, erstaunlicherweise, zweites Steelbook ist sogar so verpackt. Mit Luftpolsterfolie. Was ist denn jetzt los? Also, sie machen sich, sie bessern sich. Also, das ist doch mal richtig cool. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Tag nicht vor den Abend loben. So, schön. Oh, das ist sogar so eine Tasche, wo man reingreifen kann. Perfekt. Und als zweites Steelbook habe ich dann hier Mac. Ebenfalls für 14,59 € in der 4K Ultra HD Variante. Auch das ein richtig toller Preis. Machen wir sie mal auf. So. Und auf das Steelbook war ich schon die ganze Zeit scharf. Aber es war mir immer zu teuer und ich habe dann mir die 2D-Variante gekauft. Und dann gesagt, irgendwann ist es meins. Also, ich zeige euch mal hier gleich mal die technischen Daten nochmal. Dann können wir nämlich das Ganze abmachen und uns komplett dem Steelbook widmen. So. Perfekto. Dann auch das hier.
mit diesem Klebevorfall. Da muss man gucken, geht es hier oben runter. Ah, komm. Ja, oh geil. Okay, matt gehalten. Mit ein paar Glanzeffekten. Meine Fresse, da ist aber Kleber drauf, hey. Mein Gott, na. Guck, das ist jetzt wieder Klebereste, Klebereste. Es ist so ätzend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mein Gott. Das gibt wieder eine Säuberungsaktion. Warum muss man das so machen? Warum? Die anderen schaffen es doch auch ohne. Ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen werde ich immer nicht müde davon, was bei anderen Labels, wie zum Beispiel Cape Light oder so, zu erwähnen, dass die keine solche Klebepuppel benutzen. Ihr seht es hier, muss ich nachher machen. Sprengt jetzt den Rahmen von dem Video. Schön matt gehalten, scharfer Druck, Glanzeffekt auf dem Titel. Ja, und hier auch noch diese Strahlen, komm, richtig geil, hier Klebereste, Klebepuppelreste, juhu, danke. Dann haben wir hier den Spine, voll grün, passt irgendwie gar nicht dazu. Und hier die Rückseite, und die sieht voll cool aus mit dem Fisch und den ganz kleinen. Es gibt immer einen noch größeren Fisch, wie es hieß. Richtig cool, machen wir es mal auf. So, also schaut auch richtig geil aus, passt gut zusammen, dann drehen wir es um, Innendruck, war glaube ich bei allen Steelbooks gleich, es gab ja verschiedene, ich glaube drei verschiedene, aber der Innendruck war, soweit ich weiß, überall gleich und auch die Discs sahen überall gleich aus. So meine lieben Filmfreunde, jetzt haben wir es hier, also hier haben wir dann Creed 2 im Steelbook für 14,59 und Mac im Steelbook für 14,59. Beides in der 4K Ultra HD Variante. Muss sagen, geiler Preis. Verpackung war jetzt auch wesentlich besser als sonst. Vielleicht lag es daran, dass ich zwei Stück gleichzeitig bestellt habe. Aber wie gesagt, normalerweise mache ich ja öfter das. Und die kommen dann immer getrennt voneinander im Briefumschlag. Tja, wollen wir uns nicht großartig beschweren, außer über die Puppelreste, aber die kriegt man auch noch weg und dann ist der Tag gerettet. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und Servus.